Herzlich willkommen im Puma-Käfig. Heute geht es auch wieder um Teenager und um Pubertät und um den Puma-Käfig. Ja, da sieht es oft nicht so dolle aus. Da gehen wir gleich ein bisschen näher rein in diesen Puma-Käfig. Erstens, wenn man sich über diese Unordnung in der Pubertät aufregt, erstmal herzlichen Glückwunsch, Sie haben ein ganz normales Kind. Das sieht einfach oft so aus. Zweitens, man kann die Tür zumachen. Das ist gut. Der Rest des Hauses kann einem noch gehören. Oder um es mit Asterix zu sagen, ein ganzes Haus ist sauber, aber ein Zimmer leistet erfolgreich Widerstand. Das liegt überall rum. Hier sieht man es ein bisschen im Hintergrund. Hier Wäsche, Teller, Tassen, Cornflakeschalen, die Pfandflaschen, mit denen kann man mittlerweile Teneriffa buchen, wenn man sie abgibt. Das ist so ein normales Szenario. Ich würde mich ehrlich gesagt über dieses Thema, es ist ein nerviges, ärgerliches Thema, keine Frage, aber nicht wirklich ein schlimmes, ernstes Thema. Es gibt ein, zwei Regeln, die ich auch gerne hätte dazu. Das Essen muss raus, ne? Eine Pizza für Jahreszeiten heißt nicht so, weil sie so lang im Zimmer bleiben soll, sage ich immer. Auch die Schmutzwäsche sollte ungefähr an einen Ort, wo die Mama sehen kann, dass das Schmutzwäsche ist. Wenn nicht, hat der Teenager Pech gehabt. Also die zwei, drei Regeln sollte es schon geben. Man darf auch nie vergessen, ein Teenager hat in der Pubertät viel zu begrübeln. Die ziehen sich gerne zurück. Die nutzen ihre Privatsphäre. Vor allem haben sie zum ersten Mal Privatsphäre. Ne, als Kinder haben die keine. Da kann man einfach immer in das Zimmer reinkommen. Kein Problem. Jetzt verteidigen sie ihr Reich. Das Chaos im Kopf, ja, spiegelt sich so ein bisschen wirklich da im Zimmer wieder. Da sieht es ungefähr genauso aus. Also was einem auch immer so ein bisschen auffällt in den Gesprächen mit den Eltern, die dann sagen, je mehr ich oder vor allem je weniger ich mich darüber aufrege, desto sauberer wird es langsam. Ne? Also natürlich wollen die auch immer rebellieren und gegen die Eltern sein. Und wenn die sich sehr aufregen zum Thema Zimmer, rebellieren die auch weiterhin kräftig dagegen. Ne? Meistens erlegt sich das Ganze von alleine, wenn auf einmal die Freundin kommt oder eine Flamme. Ne? Beim Nachbarsohn Benedikt kam auf einmal Sina oder meldete sich an und da war das Zimmer auf einmal sauber. Der hatte einen Staubsauger in der Hand. Die Oma hat geheult vor Glück. Ne? Und auf einmal war die Schmutzwäsche freiwillig wieder im Wäschekorb. Ja, und das ist lange Zeit nicht passiert. Da waren, glaube ich, noch drei Strampler von ihm dabei. Ihr seht schon, ich nehme das Thema in der Tat auch ein bisschen mehr mit Humor, weil es bleibt ein nerviges, ärgerliches Thema. Es ist aber auch irgendwie auch ihr Zimmer, ihre Rückzugsmöglichkeit, ne, wo sie viel zu begrübeln haben, so viel zu denken haben und einfach auch mit sich beschäftigt sind. Und das sollte auch nach ihren Möglichkeiten dann auch angeordnet sein. Ein, zwei Regeln gibt es trotzdem, die sollte man unbedingt beachten. Das ist auch wichtig, dass die eingehalten werden. Das bin ich auch immer ein Fan von, nicht alles durchgehen zu lassen. Auf keinen Fall, Pubertät entschuldigt nicht alles. Ja, wir versuchen zu chillen zum Thema Unordnung im Zimmer. Wir chillen noch bei anderen Themen in der Pubertät, bei meinen Videos. Schaut da gerne mal rein. Wir versuchen Antworten zu finden auf viele Fragen. Da sind sie. Und ja, schaut mal rein.